Habt ihr diesen Schnurrbart gesehen? Das war eigentlich ja, der Fisch meines Lebens, kann man fast sagen. Ja, machen wir wieder ein. Es geht wieder ab wie Brezelbacken. Und ich würde sagen, wir lassen ihn schwimmen. Oh. Vielleicht kriegen wir noch eine kleine Afrika-Folge raus. Eine weitere. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Ich hab's probiert. So Leute, hier sieht es wieder aus. Was liegt da rum? Ach, das ist nur Maxi. Okay, die Ruten sind schon alle ausgepackt. Hier standen bis eben noch 35 Zeck-Ruten rum. So gehört es sich. Wen haben wir hier? Ah, kennen wir auch. Richtig, God save the Queen. Hey Leute, guckt mal das Video hier an hier. Genau. Guckt von Count Alex. Ist zwar gespoilert, weil ich schneide auch gerade dieses Video und die waren viel zu schnell für mich. Leute, da könnt ihr Victor begutachten, wie er sich schlägt auf einem britischen Kanal. Es wird schön. Meine Linse ist schmutzig. Was ist da los? So, guten Morgen. Wir sind in Amerika, im gelobten Lande mal wieder. Sie haben mich reingelassen. Ich war letztes Mal vor 15 Jahren hier. Bei meiner Ausreise gab es ein bisschen Probleme. Ich war mir nicht ganz sicher, wie nachtragend die sind. Aber ich konnte ohne Probleme einreisen. Ich musste nicht mal laut werden. Hat alles geklappt, reibungslos. Bei Maxi hat es ein bisschen gedauert, weil der teilt immer irgendwelche Antifa-Songs und Fuck Trump-Videos. Ich habe überhaupt nichts gegen den Bundespräsidenten der Vereinigten Staaten. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Den Donald Trump. Egal. Den Michael Jordan. George Obama, richtig. So, unser Auto. Sehr gut. Sehr geil. Wir hatten gemietet. Ich. Richtig. Genau. Wer fährt ihn? Victor. Richtig. So, was haben wir hier? Fahne auch hängt, breit, alles klar. Damit ihr wisst, wo es lang geht. Let's make America Dave again. Richtig. Bin da, Leute. Kann losgehen. Achso, und wir haben Special Guests. Das wird ja das eigentlich Geile. Ich bin ja nur eigentlich wegen den Special Guests mitgekommen. Wenn ihr seht, wer dabei ist, werdet ihr ausrasten. Die krassesten YouTuber. Na, jetzt sag mal nochmal nichts. Ich zeig nochmal das Auto. Den mag ich nämlich so gern. The all-new Ford Explorer. Genau, damit haust du den stärksten Drogendealer weg. Good morning, Alex. Ah, no, sorry, Karl. Leute, das sind sie. It's alright, Tony, don't worry. Tony, bleib in der Tony. Das sind die Leute, unsere Spezialgäste. Ich bin so glücklich, die beiden mal kennenzulernen. Victor und Maxi haben sich schon mal getroffen. Da war Yoshi dabei, diesmal bin ich der Yoshi und es wird herrlich, es wird schön. Genau, ja. Richtig. Ja. So, und das ist der andere nämlich von den beiden Jungs, den ich auch mal vorstellen wollte. Das ist jetzt nämlich Karl. Nee, das ist jetzt Alex. Hallo, good morning, Alex. Good morning. Good to see you. Good to see you, too. Wüste, nette Jungs. Die besten YouTuber aus England. Wir haben 60.000 Leute bei Instagram. Das gibt's doch gar nicht. Woher haben die so viele Follower auf Instagram? Fleißig. Überfleißig. Okay. Also, wir haben richtig viele geile Fotos. Na okay, dann ist es fertig. Gut Leute, ihr müsst alles dran tun, dass ich auch 60.000 Instagram-Follower kriege. Deswegen bitte sofort, da lacht er, warum lacht er da? Das gibt's da nicht zu lachen. Sofort abonnieren, David Wenzel Official bitte. Und was ich noch nie gemacht habe, was ich noch nie gesagt habe, Leute, abonniert diesen Kanal. Bitte. Bitte. Ich sag's auch sonst nie wieder. Ich hab's aber wirklich in 20 Videos noch nie gesagt. Nennt man Call to Action. Wer braucht schon sowas? Call to Action. Langweilig. Okay, Leute, jetzt schauen wir erstmal bei Dunkin' Donuts. Ich bin jetzt erstmal meinen Angelladen. Warum? Angelläden sind immer gut. Je mehr man kauft, desto mehr Informationen kriegt man. Und wir werden jetzt sehr viel kaufen. Okay, ich traue mich jetzt nicht zu filmen. Warum nicht? Weil es läuft doch ganz gut. Ja, klar. Geil. Oh Gott, vom Team. Oh Gott. Okay. Okay, Leute, wir sind am Wasser. Die Strömung. Wir können hier niemals angeln, sagt Victor gerade. Glaube ich nämlich auch. Ich hatte die Hoffnung, wir können so mit 21 Gramm, vielleicht 28 Gramm fischen, aber nein. Der im Angelladen meinte, oh, unter 3 Unzen musst du gar nicht ankommen. Gott sei Dank haben wir die Blinker hier dabei. Guckt euch jetzt mal bitte diese Strömung an. Das ist gelaufen. Victor, was ist denn hier los? Das ist ja schlimmer als am Po. Na okay, Leute, wenn das klappt, ey. Habe ich überhaupt schon gesagt, worauf wir angeln und wo wir, also wir angeln auf Striper, Striped Bass oder so heißen die Dinger. Die werden hier 20 Kilo, ab und zu auch mal 30. Good luck, Karl. Ja, es wird spannend. Ich glaube, wir fangen. Also allein, wenn man jetzt da schon reinschmeißt, bevor das Ding unten ist, ist es schon wieder oben. Also oben reinschmeißen, ja. Ab, runterfallen lassen, dann wir schmeißen das Ding raus.
dann rennen wir quasi beim Ding immer mit. Geile Idee, ja klar. Du kurbelst gar nicht, du rennst einfach schnell. Ja. Du kurbelst nicht, du schmeißt rein. Dann rennst du schnell, dann bleibst du stehen. Dann rennst du wieder schnell, dann bleibst du stehen. So, wir hatten jetzt tatsächlich, war hier schon die erste Aktion, unglaublich. Es müssen wahrscheinlich so eine Striper gewesen sein. Ich glaube, es wird schwer, aber ist ja so oft, wenn man mal Glück hat, fängt man doch noch was. Was haltet ihr davon, weiter, ein Auto zu nehmen? Ja. Theoretisch hast du recht, weil sie mit der Strömung ziehen. Das ist jetzt quasi, haben wir jetzt quasi festgestellt. Ja. Er hat nach der Strömung geguckt, ja, hat dann gesagt, wir sollen erst hier machen, dann in der Mitte vom Kanal und dann ganz am Ende vom Kanal. Okay. Das heißt, mit der Strömung, ist ja auch ganz logisch, kommen die halt rein. Erst hier, dann in der Mitte und dann hinten. Ja. Okay, also habt ihr gehört, eben vielleicht habt ihr mitbekommen den Plan, wir gehen jetzt mal zu Fuß ein bisschen. Vielleicht sehen wir noch ein paar Fische rauben und dann nehmen wir uns das Auto und fahren mit dem Auto und gucken. Ich bin ja der Meinung, man sollte gucken, wo andere Angler stehen. Aber, nee, wir sind ja im Team. Jeder ist mal dran mit seiner Idee, oder? Ja, richtig. Das finde ich aber nett, guck doch mal. Mhm. Please do not take Dogwater. Hector, hast Durst? Ich glaube, hier gefällt es mir gut. Das ist ein schöner Baum. Ja, hier gefällt es mir ganz gut. Hier bleibe ich jetzt mal. Maxi, hau raus! Da unten steht Alex, da kommt Karl, auch schon wach. Okay Leute, erster Spot war nix, aber wir suchen weiter. Wir haben ja gerade erst angefangen. Wir fangen heute noch so ein Ding, glaube ich. Oder Victor? Ja, also einer von uns wird einen fangen, definitiv. Heute? Wenn nicht sogar zwei, heute. Ja, heute ich bin Abend. Ganz sicher, dass wir heute alle noch im Fisch fahren. Ich denke auch. Okay Leute, neuer Spot jetzt hier. Es sind ein paar andere Angler da, auch da hinten. Also wir können nicht so falsch sein. Wir kommen dem Ziel näher. Es wird herrlich. Leute, wir haben jetzt hier gerade voll die Action gehabt, Mann. Richtiger kleiner, wie sagt man? Blitz, kleiner Blitz in Massachusetts, sagt man, wenn der Striper kommt, dann immer und den frisst, Oberfläche, dann gibt es den Blitz. Ja. Und das könnt ihr mal anschauen bei YouTube. Ich gehe angeln, genau. Kann man auf sowas. Auf Deutsch heißt es aber Feeding Frenzy. Auf Deutsch heißt sowas wie Feeding Frenzy. Genau. Im Mittelalter hätten sie gesagt Fressrausch. Okay, nächster Platz. Auch scheiße, Moment, wie sieht's aus? Das geht weiter, wir fahren jetzt zum nächsten Platz. Wir werden sie finden. So Leute, was ist das? Wisst ihr Bescheid? Gute Sache, finde ich sehr gut. Schnur hier rein, kein anderer Müll, nur Schnüre rein bitte. Sehr gut, nachahmenswert. Und Max, wie läuft's? Super. Super. Klasse. Perfekt. Leute, guckt euch das an. Jetzt geht's langsam los. Hier kommt voll die Action jetzt. Dann guckt euch mal diese Futterfischschwärme an. Ey, kann man das erkennen? Die machen so krasse Bewegungen. Ey, guckt euch das mal an, bitte. Ja, was ist denn hier los, Mann? Und die meinen, das ist noch gar nichts. Wenn es hier richtig kocht, dann geht hier so der Punk ab. Okay Leute, Tag 1 geht zu Ende. Es war schön, es war sehr nett. Wir haben viele Boniti fangen dürfen, aber der erwünschte Striper kam noch nicht. Bleibt bis jetzt noch ein Mythos. Morgen nicht mehr, weil morgen früh gehen wir nämlich woanders hin. Wir haben einen Hotspot verraten bekommen und dann ist morgen früh, werden wir Vollgas geben. Es wird so geil. Ich bin jetzt schon ganz begeistert. Hört auf meine Worte. Morgen knallt's hundertprozentig. Das seht ihr in der nächsten Folge. Angel like a Boss oder gleich jetzt sofort. Guten Morgen, Freunde. Wir sind früh aufgestanden. Heute 5 Uhr mal wieder. Man sieht vielleicht, nicht rasiert auch, aber nicht so schlimm. Immerhin sind wir die Ersten. Nicht so schlimm. Dafür sind wir am Striper Hotspot Nummer 1. Wir werden sie jetzt krass ausrotten. Richtig. Genau.
Okay, Leute, wir sind am Spot. Die ersten Fische wurden schon gefangen. Der eine hat schon einen 30 Pfünder gehabt, der andere einen kleinen. Unglaublich. Und die Angler, man kann das nicht so erkennen, die stehen hier wie an einer Perlenkette. Also fast. Das ist meine Angelrute, da ist sie, Blinkerjörg. Dude ist dran, passt alles. Zeckrolle dran, 40 Kilo Momoi. Kann ja nichts schief gehen, na 30 Kilo. Tschüss. So, Maxi probiert jetzt einen Popper. Und wir haben alle Gummifische drauf. Und wir hoffen, dass es funktioniert. Richtig. Leute, Alex hat einen. Nee, Karl hat einen. Jawoll! Und Mann, da sind die voll am Start. Ey, ich muss angeln. Nein. Ja, egal, sind alle so kleine. Los, Maxi, jetzt du! Gib Gas, Diggi! Ich muss da jetzt auch hin. Scheiße, ich muss da jetzt hin. Und die Jungs können es wieder nicht lassen. Hier fängt er ein Bonito nach dem nächsten. Und das finde ich nicht okay, weil wir wollen ja was anderes angeln. Aber was willst du jetzt auch sagen? Dazu müsste man ja Englisch können. Da hat er wieder einen. Juhu. So, Leute. Okay, Leute, neuer Spot, neues Glück. Wir sind wieder da, wo wir gestern schon mal waren, wo Maxi zwei hammerkrasse Bisse hatte auf einen Dude-Gummifisch. Heute ist es soweit. Und wenn nicht, dann ist es morgen und spätestens übermorgen. Warum? Weil am übermorgen ist Montag und hier kommt dieser riesen Hurricane Florence gerade rein. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Und der geht genau hier rüber. Wir haben gehört, das soll immer sehr, sehr gut sein. Also, vielen Dank für diesen Hurricane. Labern maximal. Richtig. Da war die Kamera wieder voll am Wackeln. Dafür nimmt man doch ein Stativ, David. Richtig. Für alle Bootsfreunde da draußen habe ich das gemacht. Toll, ne? Ich bin doch toll. So, Leute, jetzt geht es nämlich tief ab. Geht schon los hier. Ey, Leute, direkt hinterm Haus. Was ist das? Flander? Flug. Flug, ein Flug. Klassischer Flug, man kennt ihn. Leute, selber frisch gefangen von Alex. Guter Mann. Ja, wir haben noch nichts gefangen bis jetzt. Ah doch, wir haben schon was gefangen. Klar, wir haben schon anderthalb gefangen. Einen gefangen, einen verloren. Ja, ich habe ja schon gesagt, es geht bald los. Ganz doll geht's los. Nicht wahr? Ja. Hey Leute, wir hatten eben hier, man sieht es vielleicht, ist ein bisschen neblig. Wir hatten eben einen Feueralarm mit dem Befehl, das Haus zu evakuieren. Die Notrufzentrale hat sich schon gemeldet. Hoffentlich kommt keine Feuerwehr, weil dann wird's doch fucking hell. Wir sind okay! Es geht los, Leute. Ey, scheiße, Mann. Maybe we should stop cooking for today and go to McDonald's. Look, aber also die Fenster. Immerhin haben wir eine frische Flunder. Herrlich. Hey, I could eat flounder all day, every day. Flug. Hey Leute, was kosten hier so ein Feuerwehreinsatz in Amerika? Das war jetzt mal interessant. Habe ich eigentlich schon gesagt, wo ich bin? In Massachusetts, in Amerika. Boston. Wir wollen Striper angeln im Cape Cod Kanal. Ich glaube, ich habe jetzt in den letzten drei Tagen noch nicht einmal erwähnt, wo ich bin. Die Gelegenheit ergreife ich am Schopfe. Wir sind in den Vereinigten Staaten. Richtig. Was ein Schreck in der Mittagszeit. Gottes Willen. Ein Ohr. Naja, und er wieder ruhig wie ein Fels in der Brandung. Hauptsache das YouTube Money. Hauptsache YouTube Money stimmt. Das ist ja okay. Der gute Alex hat einen Hai gefangen. Alter, hier ist ja alles voller Haie, ey. Juhu. Oh Gott. Moonfish in the house. Juppie, 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 herrlich.